Also dann war ich wirklich sehr, sehr, das war glaube ich das kürzeste von allen, was ich gemacht hatte, wenn ich irgendwo war. Also dann war ich wirklich nur, nicht mal einen Tag. Ich bin da, da war ich bei meiner Schwester und die, ja, wohnt dort in der Nähe, an der Grenze zum Übergang so. Naja, eigentlich hätte man einen Fahrer rüberfahren können, aber wir wollten nach Amsterdam direkt halt da und... Wir sind die Ginyu Force! Und dachte ich mir, ah geil, gehen wir da einfach mal hin. Sind wir hingegangen, haben ein bisschen rumgeschaut und war alles ganz cool, auf jeden Fall. Sind dort mit dem Bus rübergefahren, kamen dann direkt im Zentrum raus, sind dann einfach mal drauf losgelaufen. Wir hatten nicht unbedingt einen großen Plan, was dort anstellen sollten. Das Madame Tussaud war da, aber war in dem Moment einfach zu teuer und da war auch eine Riesenschlange, hatten wir einfach keinen Bock. Ganz einfache Geschichte. Und wir waren ja auch nur in einem Tag da, wir haben nichts gemietet oder irgend sowas, dass man da übernachten könnte. Ja, sind dann ein bisschen da rumgelaufen und schon hat man auch die ersten lebenden Schaufensterpuppen gesehen. Wir sind dann in so, das ist die ganzen Häuser, das ist alles so eng aneinander und das sind da richtig schmale, ja. Also... Das ist ein Eingang und die sind dann eher länglich, die Häuser, als dass sie irgendwie in die Breite gehen. Also angereiht an Haus, ja, also dazwischen ist auch kein Platz, dass du irgendwie eine Zwischenstraße hättest oder so, um da durchzugehen. Alles bunt. Jedenfalls war das ein Sexmuseum, ein Ladybus-Museum mit ganz viel Spielzeug. Und das Museum, das hat halt übelst abgefahrene Sachen zu bieten gehabt. Eine der geilsten Sachen war auf jeden Fall ein Lucky Luke Comic, aber nicht so, wie ihr ihn kennt. Sehr viel nackte Haut, sagen wir es mal so. Ich muss ja ein bisschen aufpassen, ich habe ja auch kleine Zuschauer. Auf jeden Fall wurde eine Abteilung, wo ich erst dachte, hä, ist das jetzt für Kinder? Und weil du bist reinkommst und hast dich gefühlt, als ob du jetzt gerade bei Schneewittchen in den sieben Zwergen bist. Es war so ein kleiner Spielraum, wo die Sitze aus Fliegenpilzen bestanden und da war ein kleiner Fernseher und da liefen Comics. Da habe ich eine Weile geguckt und dann ist mir sofort klar geworden, okay, das ist auf jeden Fall keine Ecke für Kinder zum Spielen. Die Comics waren so gehalten wie dieser Lucky Luke Comic-Skript. Es war sehr witzig anzusehen, aber für Kinder auf jeden Fall nicht. Da war eine, die auf dem Fahrrad saß und das Fahrrad wurde neu konstruiert. Der Sattel war nicht mehr wirklich da, nur noch der halbe Sattel, denn Mitte vom Sattel war ein Loch drin. Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich habe leider nicht viel Material mehr, weil ich das meiste gelöscht habe. Dummer, Henrik, ey, echt. Also, löscht niemals Material, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr es noch gebrauchen könnt oder nicht. Dann holt euch lieber eine zweite Festplatte oder eine dritte, vierte, fünfte und sichert das Zeug ab. Also, ich habe nicht so viel Material, ich habe nur noch Material, wie ich da mit dem Boot langgeschippert bin. Das werde ich jetzt einfach mal zeigen. Ansonsten hoffe ich, hat es euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You've got
cry. When you're out there doing what you're doing, are you just